sind jetzt am Krankenhaus. Tobi parkt jetzt bei den werdenden Papi-Parkplätzen. Vätern. Ja. Vertan. Ups, ich hab mich vertan. Ja. Ich bin gar nicht wegen einem Baby hier, sondern eigentlich wegen einer Darmspiegelung. Nee, um Furzquellen. So, jedenfalls, letzte Mal Babybauch, Leute, hoffe ich jetzt. Ne? Also, oh, es ist gut was los. Nein, bitte. Also, nicht. Was heißt denn gut was los? Aber es stehen. Ja, vielleicht ist Besuch. Fünf Autos für werdende Papas da. Aber es ist auch jetzt gerade von 10 bis 18 Uhr Besuch. Nee, ja. Von 12 bis 18 Uhr ist Besuch, ne? Ja, also wir hoffen ja die ganze Zeit wegen dem Familienzimmer, deswegen müssen wir jetzt mal gucken. Tobi parkt. Und wir können es auch sagen jetzt, wir entbinden in Düsseldorf, nicht in Köln, weshalb das auch immer so ein leichter Weg für uns war. Aber hier fühlen wir uns am wohlsten. Wichtig ist, dass Mara sich hier am wohlsten fühlt. Ja, aber, ne? Ja, jetzt gehe ich rein und dann bekomme ich mein CTG. Und dann gucken wir mal weiter, was jetzt gleich passiert. Zimmer angekommen. Ich kann die Maske jetzt auch ausziehen. Wir haben gerade unser Mittagessen aufgegeben und wir haben ein Familienzimmer. Ja, ich bin schon eine Weile hier. Tobi ist da. Ich bin gerade gekommen. Genau, hat alles mitgebracht. Er hat unnötige Rucksäcke mitgebracht, die einfach, Alter, im Kofferraum lagen. Wir können euch hier mal ein Bild einblenden, wie ich... Nein, wir blenden jetzt hier mal das Bild ein, wie ich gerade eben da saß. Ich hab gedacht, lieber alles mitnehmen, als nachher was vergessen, weil ich dachte... 20 Taschen. Warte, man muss erklären, ich darf nicht mehr aus dem Krankenhaus raus, wegen dem Covid-Test. Und wenn ich jetzt einmal hier aufgenommen bin, dann darf ich nicht wieder raus. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ups, ich habe es vergessen, ich gehe es noch kurz holen. Ja. Und jetzt habe ich zum Beispiel auch einen Rucksack mitgenommen, wo unnötige Sachen drin waren, die gar nichts mit der Geburt zu tun haben. Aber und auf einmal stand ich da mit 10.000 Taschen und Koffer und so. Kissen. Hallo, Wolf hier. Ich wollte da mal kurz hier einziehen. Naja, auf jeden Fall, genau. Ich bin schon länger hier. CTG ist super. Ich habe Wehen und ich habe eine iPol-Lösung aufgetragen bekommen, was echt war. Das war echt unangenehm. Aber ja, an sich ist alles super. Unser Zimmer sieht jetzt so aus. Genau, so sieht unser Zimmer jetzt hier aus. Jetzt ist Tobi gerade auf die Toilette gegangen, das kann ich euch jetzt nicht zeigen mehr. Ist aber echt schön. Da steht unser Babybettchen sogar schon. Und ja, das ist eigentlich ein Zimmer für zwei Leute, also zwei Schwangeren. Die haben das jetzt zusammengeschoben, weil ich halt schon echt gut Wehen habe. Jetzt gerade habe ich eine Wehenpause. Deswegen kann ich eher ohne Probleme sprechen. Genau. Und die haben jetzt die Betten zusammengeschoben. Tobi darf hier bleiben, die ganze Zeit. Und unser Essen kommt gleich durch diese Türe. Und ich habe Milchreis mit Kirschen. Na, schmeckt? So, Tobi hat schon mal Mittagessen. Der kleine Bauer ist auch mit dabei. Du bist der große Bauer. Ich bin der große Bauer, ja. Ja, so, und mein Essen kommt jetzt auch. Ich habe nur Hunger. Ich saß jetzt über 3 Stunden im Auto unten in der Sonne. Ich hab mir so gedacht, langweilig, Hunger, Pipi, alles. Ja, jetzt bist du ja hier, jetzt können wir chillen. Und jeder hat seinen eigenen Fernseher. Den wir wahrscheinlich gar nicht brauchen. So, und mein Milchreis ist auch mit dabei. Kam gerade. Und ja, ich würde sagen, Newton. So, ihr wollt wissen, was bisher passiert ist? 20 Uhr abends und? Nichts. Maren hat jetzt sogar noch mal eine andere Einleitung bekommen. Und zwar so ein Zäpfchen. Nee, kein Zäpfchen. Ein Tampon. Ja. Also nennt man Tampon, ist aber kein Tampon eigentlich. Das ist eigentlich eine Platte, die umhüllt ist mit irgendeinem Stoff. Und die wurde eben reingemacht. Was man gemerkt hat, Maren hat so ein paar Wehen. Die ist schon echt... Aber das finde ich halt nicht Hammer, weil auch zu Hause hatte sie Wehen. Aber so. Nee, gerade eben, also so 3 Wehen. Die waren krasser. Also da war ich wirklich... Ach, das riecht rein, das riecht noch voll frisch gewaschen. Ich habe gerade gedacht, wo kommt der gute Duft her? Das bin ich. Nein. Nein, also die waren wirklich, ja, die waren da. So. Aber ansonsten ist alles gut. Das, was mich am meisten nervt, ist dieser Kackzugang hier. So, Leute, ich bin jetzt, es ist 2 Uhr nachts. Gehe jetzt zum CTG. Ich habe sehr schnell gesehen. Boah, ich war eigentlich ganz normal am Schlafen. Machen ist auf einmal weg.
dich angerufen, ich soll in den Kreis herkommen. Ich bin gerade ein bisschen neben der Spur. Leute. Ich bin nicht zu spät, ich habe nichts verfasst. Schön in den Bau. Ich bin hier rein. Machen, erzählt mir einfach so, wie sie zu der Schwester gesagt hat. Nö, nö, lassen Sie meinen Mann pennen. Der muss ausgeschlafen sein. Und deswegen habe ich gepennt und hat mich niemand geweckt. Krasse Sache. Warum bekommt jetzt gerade eine Badewanne gemacht? Wir sind gerade bei 2 cm Muttermundöffnung. Also das heißt, wir haben noch einen Weg vor uns. Machen hat gerade eine geile Story erzählt. Sie kamen zum Kreis darüber zum CTG und auf einmal stehen da 3 Frauen, ein Mann hysterisch am Hin- und Herlaufen und so. Und der Mann dann so, als Maren dann zur Tür vom Kreißsaal, also zum Klingeln da hingegangen ist, meinte er so, geht's jetzt rein, geht's jetzt rein? Und Maren so, ja, hab ich vor. Ja, hier stehen, Maren dann gerade eine Wehe bekommen und hier stehen 3 Frauen, die Wehen haben und da macht keiner auf. Ich so, wie? Und dann sehe ich in dem einen Baum eine Frau da, eine Frau, die eine Frau. Das waren schon überall Frauen. Ich klingel, aber es hat gerade halt jemand entbunden, weißt du so. Und ich klingel und klingel und klingel. Und die so, ja, hallo. Ich so, hier stehen 4 Frauen mit Wehen, wir müssen rein. Und dann ging das einfach nur so, okay, sie da rein, ich hier rein. Ich bin jetzt im Kreißsaal 6, wo ich gerne entbinden möchte, und zwar da drin. Aber ich kriege jetzt erstmal eine andere Badewanne gemacht. Ihr hört gerade Wasser, ich halt mal aufmachen. Genau, wir haben natürlich jetzt gerade ein Handtuch auf sie gelegt, damit ihr nicht das seht, was ich jeden Tag sehe. Das ist so oft so. Weißt du, was er macht? Der macht das eine Musik an. Almost there. Ich finde das gut. Ich bin hier die Bespaßungsmaschine. Ja. Es haben viele geschrieben, Maren, wenn du richtige Wehen hast, kannst du nicht mehr lachen. Ja klar kann ich nicht mehr. Ich hab dich beinahe wehe gerade eben zum Lachen gebracht. Die war gut, ne? Die war, was hab ich da für einen Witz gemacht? Ich weiß nicht, aber das Witzigste war eben mit dem Neugeborenen in diesem Ding. Hab ich einen Witz gebracht, Junge? Das ist ein Alltime-Brenner. Das ist richtig assi, aber der war so witzig. Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zurück. Ja, es gibt Frühstück. Bäuchlein ist noch da. Ich hatte heute Nacht... Wow, auf jeden Fall wehen. Ich bin jetzt gerade nur im BH und habe hier schon mein Dingens an. Das ist mir jetzt eigentlich auch scheißegal, das ist ein Still-BH. Deckend wie ein Top. Ja, wir frühstücken jetzt. Das Baby nebenan gibt fleißig Gas. Und ja, ich muss jetzt gleich wieder zum CTG und bekomme heute eine andere Art von Einleitung als gestern. Und zwar eine Tablette. Und hoffe, dass die nicht ganz so doll reinhaut. Ich habe ja eigentlich darauf gehofft, dass es irgendwie von selbst kommt, aber bis 5 Uhr keine Chance. Hatten wir sehen und dann hat es auf einmal nachgelassen. Ja, dann war es aber mal weg und dann hatte ich eben wieder so von 7 Uhr an Wehen. Die sind jetzt auch wieder eigentlich ziemlich schwach. Ja, der will nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Woran hat das gelegen, Leute? So Leute, für mich geht's jetzt zum CTG. Ich habe mich mal ein bisschen frisch gemacht und ich wollte euch noch das Bad zeigen. Es ist jetzt zwar schon voll verwüstet, aber egal. Es ist unsere Dusche. Hier ist ja ganz normal halt Waschbecken und die Toilette ist da. So sieht's aus. Und wir melden uns dann gleich wieder. Bis gleich. Leute, willkommen zurück. Oh Mann, es hört einfach auch nicht mehr auf. 4 cm, mal gucken. Das ist 2 Stunden geschlafen, vielleicht bin ich noch raus. Ja. Das ist ja so schön. Also 4 cm war ich gut, 4 cm war ich auch. Aber es ist echt nicht normal, Alter. 2 Stunden geschlafen. Kräfte einteilen. Kräfte einteilen. Jetzt gehen wir wieder ins CTG. Und dann hoffe ich, dass ich aufgegangen bin, weil ich habe jetzt auch in dieser Schlafphase durchgehend Wehen. Ich habe jetzt eben erstmal meine Käsefüße gewaschen. Ich habe geholfen. Ja. Wir sind derzeit
ist gerade in der Badewanne. Sie ist krank. Wir sind gerade bei aktuell ungefähr 7 cm Muttermundöffnung und jetzt sind die Schmerzen so stark von Maren, dass sie sich für eine PDA entschieden hat. Maren ruht sich gerade ein bisschen aus, sie hat gerade schon die erste Ladung bekommen, wirkt in ungefähr 10-15 Minuten. Sie ist ein bisschen fertig, was ich aber richtig krass finde ist, sie hat bisher bis 7 cm so gut gemeistert. Was ich auch sagen muss, ist, hier in dem Krankenhaus ist es so, wegen der Infektionsgefahr, PDA und Wassergeburt gibt es nicht gleichzeitig. Heißt, Maren hat sich jetzt für die PDA entschieden und kann dadurch nicht unseren Sohn per Wassergeburt auf die Welt bringen. Ja. Ich kann auch mal runterziehen, ist keiner mehr da. Ja. Maren versucht jetzt mal, wenn es jetzt wirkt, eine Stunde zu schlafen und ich werde mir drüben beim Abendbrot mal ganz schnell eine Scheibe Nutella schmieren. Ja, es läuft raus, ne? Ja. Ja, sehr gut. Wurde so ein bisschen warm? Ja, fühlt sich komisch an, ne? Hat das schon mal gespritzt? Ja, schon alles. So, kann er direkt wieder den ganzen Raum. Also manchmal ist es echt auch nach einem Blasensprung, wenn man dann untersuchen will oder so. Daher kommt so der Sprung. Also nicht genau. Jetzt nicht mehr, aber man muss sich schon hier öfter umziehen. Also okay, ich jetzt mal hier so ein bisschen wegzuschieben. Ne? So Leute, jetzt melde ich mich auch mal. Ja, ich habe die PDA bekommen. Ich habe es gut ausgehalten bis 7 cm und ich glaube, wäre ich nicht eingeleitet worden und hätte sich das jetzt nicht seit Sonntag so gezogen, hätte ich es auch ohne PDA locker hingekriegt. Ich habe es echt gut veratmet bekommen alles. Ich werde natürlich einen Geburtsbericht drehen für euch. Aber ja, zum Schluss, es ging einfach nicht mehr. Ich war so kraftlos, ich bin so müde gewesen und ich konnte einfach nicht mehr. Dann habe ich angefangen zu zittern und das war einfach gerade eben zum Schluss einfach... Ja, jetzt liege ich hier... Etwas seltsam. Gerade mal den Zopf aufmachen, weil ich jetzt den ganzen Tag diesen Zopf hatte und meine Kopfhaut hat so weh getan. Ja, Wassergeburt wird es leider nicht. Darf man nicht. Und also mit dieser PDA ist ein Entzündungsrisiko. Da ist der Fatih da hinten. Noch nicht. Und Muttermund ist auf 9 cm jetzt geöffnet. Und wenn wir Glück haben, 2 Stündchen noch. 3 vielleicht, ja, ist er da. Dann sind wir zu dritt. Boah, das ist eine echt schwierige Zeit. Man denkt viel nach und man ist wirklich im Arsch. Wir haben über die letzten 2 Tage keinen Schlaf richtig bekommen. Es ist immer diese halbe Stunde wegnicken, Stunde vielleicht wegnicken. Aber irgendwie ist das gerade wie weg. Ja, ja, jetzt ist das Adrenalin da, jetzt ist das... Ja. Jetzt müssen wir auf gleich funktionieren. Und das ist echt heftig. Meanwhile, im Haus gibt es voll die Probleme. Ja, aber... Aber die jucken einfach gerade null. Scheiß aufs Haus. Echt, ey. Also da müssen wir mal gucken. Das machen wir dann ein anderes Mal. Genau. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt die Brezel. Okay. Bis gleich. Gerade alles besprochen mit unserer Hebamme, die mit uns die Geburt rocken wird. Auf Phase. Ich sag mal, die liebe Feli. Ja. Ich sag jetzt schon mal vielen Dank für alles, aber auch an alle Hebammen davor und an alle Hebammen, die hier schon davor waren und sonst was. Ich küsse eure Augen, ehrlich. Ja, es ist alles gut. Ja. Wir werden das Ding rocken. Ich merke jetzt, dass gerade, also Muttermund ist jetzt komplett auf. Puls ist okay. Hier seht ihr gerade 2 Schüsseln vollgestrullert. Boah, ja. Um das jetzt mal zu erklären, Maren, also die durch die PDA spürt Maren jetzt gerade aktuell nicht, wenn sie Pipi muss. Und dann wurde ihr gerade mit so einem Katheter quasi die Blase entleert. Und genau, und quasi in so ein Ding. Das hier. Und ein so ein Ding sind ungefähr 0,5 Liter. Und
Ich habe das gerade eben beschrieben, als sie das gemacht haben, wie, das sah echt so aus, wie ein Ölwechsel. Reicht es langsam. Du hast Miete nur bis zum 14. bezahlt, hör mal. Du bist schon überfällig. Das wird eine lustige Nacht. Jetzt sind wir noch gerade ziemlich entspannt. Aktiv. Und ja. Aktiv entspannt so. Ja, ich merke schon, das Gen fängt mir an. Zwei Tage nicht schlafen. Also es kann jetzt noch eine Stunde dauern. Es kann jetzt aber auch sein, dass es jetzt noch 3 Stunden dauert. Da müssen wir halt überlegen. Daumen drücken einfach, dass alles gut geht. Kein Kaiserschnitt. Kein Darüber machen wir uns jetzt gar keine Gedanken. Wir kriegen das hin. Genau. Einfach pressen. Ja. Ah ja, und wie ein Tropf läuft auf 12. Ja, das ist gut. Das hört sich mit der mechanischen Mehrheit. Noch ein Stück, noch ein bisschen, 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 noch ein bisschen. Sehr gut, hol noch einmal neue Luft und schieb noch einmal hinterher. Noch einmal hinterher schieben. Weiter, 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 weiter und puste mal ein bisschen. So. Super, nur noch pusten, nur noch pusten. Genau, sehr gut. Genau das. Super. Sehr gut, und der Kopf ist geboren. Ja, gut. Okay, hast du es gleich geschafft, okay? Okay, okay, gut. Dann schieb noch mal ein bisschen mit. Komm, fest. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen.